Moin und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Outward-Abenteuers. Wir sind hier unten in der Totenstadt unter der Blauen Kammer und wir sollen jetzt Hinweise finden nach dem gewaltsamen Verschwinden des Hofphilosophen aus Levant. Wir waren ja Zeuge der Sitzung der Blauen Kammer, beziehungsweise das Treffen, wo wir dann, ich wollte eigentlich noch mal schnell ein bisschen Zeugs verkaufen, renn raus und das Chaos bricht aus und unser Hofphilosoph wurde entführt. So, und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, wo der abgeblieben ist. Taschen sind natürlich, wie üblich, gestopft voll. Ich denke mal, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, bevor wir hier weiter vordringen. Irgendwie, also wir haben hier zwei Banditen ja schon platt gemacht, die liegen hier noch, dass ich mal einmal schnell an die Oberfläche zurückdüse und ein bisschen Zeugs verkaufe, weil sonst kommen wir hier irgendwie überhaupt nicht weiter. Ich hoffe mal, dass das jetzt ohne negative Konsequenzen möglich ist. Nicht so wie in der letzten Folge, wo ich mir absolut nicht sicher war, ob das eine gute Idee war. Vielleicht hätte die Geschichte auch eine andere Wendung genommen, wäre ich da nicht rausgerannt aus der Blauen Kammer. Gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt auf uns zukommt. Wir werden es sehen. So, einmal fix die Händler aufsuchen und Zeugs verkaufen. So geht's ja nicht. Wir können uns ja kaum bewegen. Noch drei, vier Sachen aufnehmen und dann breche ich zusammen hier. Oh, ich dachte, das wäre die Treppe. Hallöchen. Hallöchen. So. Ja, das Ding verkaufe ich. Ja, die werde ich ja definitiv nicht verkaufen. Aber die werde ich verkaufen. Ich bin ja schließlich kein Magier. So, ach, dieses Fleisch wollte ich auch noch mal gebraten haben. Ja, das hauen wir mal raus. Das ist auf jeden Fall die nicht. Hier, das können wir auch mal raushauen. Ja, das Lebkraut, die möchte ich eigentlich behalten. Das ist eigentlich eine ziemlich wichtige Zutat. Ja, stacheliges Baiser, ja gut. Es ist immer so schwierig. Was haben wir denn hier oben? Ja, den können wir mal runterziehen. Das muss auch nicht da oben rumfliegen und die müssen auch nicht da oben sein. So, dann sieht es da schon mal wieder besser aus. Was ist denn hier? Ja, gut, das wiegt natürlich. Können wir auch raustun. Ja, und die Patronen, also das mit dem Schießen, da muss ich sowieso erstmal noch ein bisschen noch andere Fähigkeiten haben. Machen wir es so. Wir kaufen auf jeden Fall einen Goldbarren. Ja, aber es ist immer noch too much alles. Ja, und den hier, der ist ja völlig überflüssig. Okay, ja, komm, hauen wir den jetzt auch mal raus. Gegen Kälte, die Wüstensachen auf gar keinen Fall. Davon habe ich sechs Stück, sehe ich gerade. Tut ja jetzt vielleicht auch nicht Not.
10 Lappen. Ja, machen wir, halbieren wir mal hier ein bisschen. So, wir müssen wirklich jetzt mal. Davon brauchen wir jetzt auch nicht 7 Stück in der Tasche. So. Kaufe ich mir nochmal einen Barren. Ja, nun sieht das doch auf jeden Fall schon mal besser aus. Gut. So, wieder ab zurück. Wollen wir doch mal gucken, was die Geschichte uns zu bieten hat. Ob wir da unten finden, wonach wir suchen. Die stehen immer noch da unten. Nach dem Großanschlag. So, also diese eine Leiter, die hier war, die ging ja da in die Ruhestätte der Ahnen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt hier es irgendwie weiterging oder ob wir dann doch über die, müssen wir wohl doch über die Ruhestätte dann irgendwie. Den hatten wir schon gefilzt. Hier geht es ja nirgendwo weiter. Und da war ja in der Ruhestätte der Ahnen. War ja ein Hebel, den man betätigen konnte. Oder geht's hier noch? Nee, da ging es ja auch nicht weiter, ne? Nee, da kamen wir ja nicht durch. Gut, dann müssen wir doch hier. Dann ist das doch unser Weg. Mal gucken, ob die Gegner schon wieder nachgespawnt sind. Also die, die wir in der letzten Episode platt gemacht hatten. Nee. Naja, aber es klappert. Es klappert, es klappert. Also da sind auf jeden Fall noch wieder irgendwelche Käferfeinde, irgendwas. Aber hier ist dieser Hebel, den wir beim letzten Mal ja von der anderen Seite kamen wir ja nicht ran. So, aber dann muss hier ja irgendetwas sein in der Ruhestätte. Da sind auf jeden Fall. Boah, das ist ja ein ekliges Geräusch. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hier lang? Da ist auf jeden Fall ein Käfer. Ja, der ist ja noch relativ harmlos. Na, wirst du wohl. Geh einfach kaputt. So. Aber war das das, was da so geklappert hat? Das nehmen wir natürlich mit. Da haben wir die Taschen geleert, dass wir sie wieder füllen können. Da ist noch so einer. Na komm. Zack. Sehr schön. Mal einen Verband anlegen. Dann sind hier, das sind ja diese, ja, Pilze, die man nicht wirklich verkaufen kann. Mal einen Hieb trinken. Passt. Das nehme ich mal mit. Achso, Spitzhacke könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen und dann kann ich nämlich einfach. Meine, die angeschlagene, die haue ich hier raus. So, was haben wir denn? Hier unten, da war doch auch ein Feind. Oh, da liegt. Da liegt wer. Der lag letztes Mal nicht da. Und dieses Lilane da unten, das ist auf jeden Fall auch noch ein Viech. Aber ich komme ja hier so nicht runter.
manchmal den anderen Weg gehen. Da ging es ja auch nach unten. Hier, genau. Komme ich da? Von der Seite werde ich auch nichts. Das heißt, wir müssen raus. Wir müssen komplett raus. Und dann durch Berg durch. Also hier werden wir ohne den Schlüssel nicht. Und den Schlüssel kriegen wir ja. Ich habe den leider weggeschmissen. Den ich eigentlich ja schon hatte. Da müssen wir komplett außen rumlaufen. Okay, das machen wir jetzt. Also wieder da über das Gelände, wo ich dann auch Geisterauge, diese Pflanzen gefunden hatte. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Gut, dann müssen wir jetzt hier einmal durch die Stadt. Das ist natürlich doof, dass ich den Schlüssel, den habe ich irgendwann mal, weil der doch irgendwie ziemlich schwer war, habe ich den als ja, überschüssiges Gewicht irgendwie gedacht, oh, ich entledige mich mal. Wo habe ich denn jetzt eigentlich schon wieder? Ach so, weil ich den ganzen Krempelkram hier oben habe. Das werde ich dann aber auch schnell nochmal, wenn wir an den Händlern vorbeigehen. Oder nee, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Ja, aber passt ja auch. Noch geht ja was. So. Dann müssen wir jetzt hier raus und dann rechts den Ausgang. Urballer. Den Ausgang müssen wir nehmen. Hier. Und dann kommen wir direkt auf dieses Stück mit den Ruinen und das. Und ganz am Ende war ja die Totenstadt. So. Und mal gucken, wie vielen Feinden wir hier jetzt begegnen. Da unten ist so einer, aber den kriege ich eigentlich auch so schon. Nur mit meinem Schwert, da muss ich eigentlich gar nicht groß was machen. So war es zumindest letztes Mal. Müssen auch langsam mal wieder Tränke brauen irgendwie, damit ich nicht die Zutaten immer alle nur ewig lange im Gepäck habe. Und ich glaube, hinten bei der Mühle war die zweite Pflanze. Ach, wen haben wir denn da? Da ist eine Eishexe. Oh, die habe ich aber trotzdem nur gerade noch durchs Verreißen habe ich die noch getroffen. Ich sollte mir vielleicht mal die Lappen austauschen. Nehmen wir mal die. Okay, Fräulein. Na, wirst du wohl mal. Hey, du blöde Nuss. So. Glaubt das ja nicht. So, dann werde ich mal eben hier mal schnell irgendwie so einen noch nehmen. Hier will ich auch vorher einen verpulen. Ja. Ich renne wieder gegen irgendeine. Nee, nix im Wichsen. Ja, ich bin verlangsamt und ich habe auch noch diesen
blöden Rucksack auf dem Rücken. So. Schluss mit lustig. Gib mir dein Geld. So, rüberstapeln hier. Ja, das kann alles da oben bleiben, alles super. Hab ich eigentlich, nee, so einen Tee habe ich gar nicht mehr, der die Ausdauer. Nee, verbrannte Gesundheit, doch hier. Dann wirst du den mal trinken. War doch hier hinten, glaube ich, ne? Mit der Pflanze irgendwie. Da. Ach, kriege ich jetzt mal den Punkt. Da, so. Da ist noch. Oh, das ist. Der ist aber, glaube ich, das ist ein ziemlich harter Hund. Das ist so ein roter. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ja, Geisterfirnis dafür jetzt zu opfern. Nö, ich werde mal meine Schlagfestigkeit erhöhen und hoffen, dass das schon ausreicht. Ja. Das langt. Sehr gut. Wieder Zeugs rüber. So, und dann sind wir ja auch schon da. Müssen wir das nochmal durchlaufen. Aber da wissen wir ja, wo was ist und so. Das ist ja, ich weiß ja auch, wo ich den Schlüssel finde. Machen wir mal Licht an. So. Da kommt hier, kommen glaube ich gleich zwei Feinde, wenn ich mich richtig erinnere. Das können wir mal mitnehmen. Und das eine müsste, wenn das die gleichen Feinde wieder sind, dann ist das eine auf jeden Fall eine Eishexe. Feuerlappen benutzen. Ja. So, das ist ja schön, wenn man sich darauf verlassen kann, dass es so bleibt, wie man es kennt. Zack. Ne. So. Dann ist hier oben ist die Stelle, wo ja Balthasar Berthelot. Ja, mit dem sprechen können wir ja nun mal nicht. Das ist Balthasar ganz sicher, zumindest das, was von ihm übrig ist. Er scheint erschossen und an die Bestien verfüttert worden zu sein. Seine Augen sind schreckensweit geöffnet. Da kann ich irgendwas lesen. Diese Nachricht scheint Befehle für den Angriff auf Berg zu enthalten. Womöglich finde ich einen Hinweis darauf, was mit den Geiseln passiert ist. Eure erste Priorität ist die Zerstörung des Archivs unterhalb der Blauen Kammer. Sollte seine vollständige Zerstörung nicht möglich sein, sorgt zumindest dafür, dass es möglichst lange unzugänglich sein wird. Außerdem ist Alda, die Botschafterin von Aldlevant, ohne Gnade zu töten. Setzt so viel Munition ein wie nötig, sie darf diese Sitzung nicht überleben.
Nehmt, wenn möglich, den Historiker der Blauen Kammer, Balthasar Berthelot, zum Verhör gefangen. Sollte er den Anschein erwecken, die Haltung Aide-le-Vance zu unterstützen, tötet ihn. In den Hühlen auf dem alten Friedhof streifen genug wilde Tiere herum, die mit allem und jedem kurzen Prozess machen. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen Kammerlord zu entführen, tut das. Fordert Lösegeld für ihn, tötet ihn nur, wenn es unbedingt sein muss. Die alte Hütte im verbrannten Wald im Süden ist für derartige Fälle ausgerüstet. Wenn alles gut geht und ihr die Gelegenheit habt, ja, den Namen, den ich nicht aussprechen kann, Kirouac gefangen zu nehmen, tut das. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Sobald der Krieg erklärt wurde, muss er unversehrt nach Hause zurückgebracht werden. Okay, also wir finden Kirouac in dieser Hütte. Soll ich mich mit dem Viech da nochmal anlegen? Ja, könnte ich ja jetzt eigentlich machen, aber vielleicht sollte ich mir mal vorher irgendwie einen Trank reindrücken. Was nehme ich denn da mal? Könnt ihr auch mal was essen, was mich dauerhaft ein bisschen aufpäppelt? Ja, komm. Machen wir einfach mal. Ach, der war gar nicht so schlimm. Nö. Zack. So. Mana Mantis. Genau. So. Komme ich hier wieder an meine Tasche. Okay, so. Dann müssen wir uns jetzt aber trotzdem mal den Schlüssel da besorgen. Beziehungsweise, ja, wir könnten jetzt auch wieder außen rumgehen, aber wenn wir jetzt sowieso hier drin sind, dann können wir auch irgendwie gucken, dass wir noch den Loot noch holen, den es hier ja wieder neu gibt. Wichsen, Wichsen, Kollege. So. Wüstenkapitän. Her damit. Der hat auch den Schlüssel. Das Geld nehme ich. Das ist doch auf jeden Fall schon mal gut. Und da war, glaube ich, auch noch eine Truhe. Ja. Oh, der dürfte ein bisschen Geld auf jeden Fall geben, aber natürlich auch ein sattes Übergewicht wieder. Ja, das nehmen wir alles mal mit. So. Wie viel Übergewicht haben wir denn jetzt? So. Geht ja alles noch. Geht ja alles noch. So. Okay. Was klappert da? Was ist das für ein Viechzeugs? Ach, das ist diese dämliche Hyäne, die da klappert. Nix, 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 Hyäne. Ach, das sind noch drei Gegner, jawoll. So, gut. Das war jetzt chaotischer als alles andere. Nee, ich wollte eigentlich an meinen Rucksack ran. So, ich wollte den anlegen. Verband. Voll die Kamikaze-Aktion hier. Nee, das bleibt alles da. Was habt ihr am Start? Ja, das nehme ich mit. Die nehme ich mit. Die brauche ich dann eh wieder, wenn ich zurück will in die Wüste. Ja, das ist auf jeden Fall nett. Davon hatten wir auch mal welche verbraucht. Das, ach, da ist schon wieder so ein dämlicher, komischer Bug. Das lasse ich alles. Obwohl das, nee, nee, nee. Für das Glamour kriegt man, glaube ich, auch noch eine ganze Menge Zeugs. So, gut, dann sind wir hier aber fertig. Dann müssen wir jetzt Kram verkaufen und gucken, dass wir da zu der alten Hütte kommen.
und unseren Hofphilosophen wieder befreien. Ich mir irgendwas reindrücken, was mich längerfristig heilt. Dieses Baiser, das heilt doch auch, ne? So. Abflug. Mal gleich mal auf der Karte gucken, wo das ungefähr sein könnte mit der Hütte. Was stand da im Quatsch, im Journal? Im verbrannten Wald. Achso, das ist beim verbrannten Baum, also bei diesem brennenden Baum. Okay, im Süden Enmerkars. Hier ist dieser brennende Baum. Zerstörte Siedlung, Banditenlager. Dann wird es das sein. Dann ist das ganz in der Nähe von der Höhle von dem Makellosen. Die ist ja hier. Und ja, hier ist der Tempel, Klüngel der Winde. Ja, dann weiß ich ungefähr, wo ich lang muss. Okay. Gleich mal irgendwie eine Mütze Schlaf nehmen. Da lungert schon wieder wer rum. So. Da ist aber noch irgendwer, der irgendwas von mir will. Da. Haben wir das auch? Ja, den Verband will ich mal mitnehmen. Hast du noch irgendwas? Ich kann bald schon gar nicht mehr laufen. Ja, die Kekse will ich haben. So, okay. Falsche Richtung, da lang müssen wir. Ach, da ist so davon schon wieder ein neuer. Und ich mit meinem fetten Übergewicht hier. Ja, gut, gucken wir mal. Geht alles noch. Ist ja praktisch mit der Lampe am Rucksack, ne? Man kann ihn so gut wiederfinden. Dürfte dann auch wieder ein gutes Sümmchen Geld irgendwie zusammenkommen, obwohl ich schon hier, ich habe schon 2600 Taler. Ich muss wirklich mal anfangen irgendwie. Ich möchte, muss mal irgendwie ein Haus kaufen und ein bisschen, ja, ich würde ja auch gerne ein Haus kaufen. Sonst muss ich tatsächlich mal nach Jersu zurück und erstmal irgendwie Zeugs auslagern. Also geht's ja nicht hier. Häufe hier meine Reichtümer, weil ich keinen Ort habe, wo ich meine ganzen Zutaten bunkern kann. Das ist ja auch irgendwie kein Zustand. So, dann hauen wir hier mal gleich mal unser Zelt hin. Da ist es. Passt. Lampe aus.
So, mal eben trinken. Und dann sind wir schon wieder startklar. Verkaufe ich meinen Kram hier mal, der hatte noch ein paar Goldbarren. Hallöchen. Die ziehe ich mal erstmal runter. So. Ja. 75 für das Claymore, das ist doch nett. Die wollte ich sowieso verkaufen. Ja, davon brauche ich jetzt auch nicht drei Stück. Da reicht mir auch erstmal einer. Davon werde ich auch mal einen verkaufen. Kältetrank. Miasmapole. Heilt außerdem sofort Infektionen, seltene Sumpfkrake, der Wunden schließt, aber den Verspeiser vergiftet. Och nö, denn hau mal raus. Ich muss mich jetzt nicht auch noch vergiften. Metallschrott kann raus. Das mit dem Siegel, das kriege ich auch nicht so richtig auf die Reihe. Das kann dann auch erstmal raus. Das hauen wir weg. Ja, 6-mal Mana, das ist auch in Ordnung. Oder Mana-Stein. Oh, immerhin 300 Tacken. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr verkaufe, dann kriege ich sogar... Wie viel Goldbarren hat er denn? 4. Passt genau. Dann habe ich den auch geschröpft hier schon. Was kann ich denn hier nochmal... Hau ich die nochmal raus? Ja. Passt. Sehr schön. Passt. Super. So. Prächtig. Dann bin ich jetzt im Überlegen. Genau, ich wollte mal einmal mein Fleisch brutzeln. Und dann geht auch schon die Episode zu Ende. Und dann gehen wir in der nächsten Folge, machen wir uns dann auf den Weg um den Levant. Tinischen Hofphilosophen zu befreien. Das ist so der Plan. Ich hoffe, ihr habt da Lust zu. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Diese Folge hat auch wieder Spaß gemacht und ich hoffe, es macht euch Spaß, mit zuzugucken und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, sage danke fürs Zuschauen und tschüss.